Guck mal hier, das Boot sieht jetzt so aus. Und das Boot kann jetzt so ausschauen. Auch sieht auch sehr cool aus, ne? Oh, da ist jetzt nichts mehr drin. Aber sieht aus, als ob es gleich untergeht. Das hätten wir vielleicht zu Anfangs gebraucht, diesen Stil. Aber jetzt bei dem bösen, also ich denke mal, dass er böse ist, sonst würde er nicht so ausschauen. Karl-Heinz, der da ist, fühle ich mich irgendwie nicht sicher. Ah, das ist das alte Boot. Yacht. Ja, nehmen wir das. Sehr schick, ne? Was gibt's Leckeres? Wow. Wo denn? Heute, hier. Santo, Prost! Der ist böse. Soll ich erstmal hoch oder soll ich erstmal runter? Ich gehe hier hin. Böser Karl-Heinz, ja. Das ist der schwarze Mann, der rumläuft, das weißt du doch. Die Frage ist, ob ich mir wirklich alle Errungenschaften holen will. Und jetzt beim zweiten Teil aber auf alle Fälle. Frau Batz, ja, ist ja gut. Schreit mich nicht so an, ist ja in Ordnung. So, wo bin ich denn? Ah, einmal drumherum. Darf ich überhaupt wirklich gucken oder lieber nur mit einem Auge? Weiß ich nicht. My Bonnie is over the ocean. Wieso willst du denn nicht gucken, Anja? Was habe ich dir denn getan? Wie, du willst schon wieder nicht 100% machen? Wer sind sie denn und was haben sie mit meiner Chefin gemacht? Ja, ich denke ja nur an euch. Ich überlege, ob ich nur dich angucke und nicht den Stream, um mich nicht zu sehr zu spoilern. Ach so. Ja, das war sie jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich kann mir bei dem Spiel definitiv vorstellen, es mehrmals zu streamen. Also. Es ist ja auch ein anderes Feeling. Oh, da vorne kommt er. Ein anderes Feeling, wenn du es selber spielst. Aber die Geschichte kennst du dann halt, ne? Du weißt dann schon, ob er böse ist oder nicht, der da jetzt kommt, ne? Da hast du recht. Ich habe auch ein bisschen Angst, das jetzt zu erfahren. Ich habe voll Angst gerade. Ich will das nicht. Das kommt mir gerade vor wie bei Deep Stranding? Habe ich nur geguckt, nicht gespielt. Da gibt es auch so riesen Bossviecher. Einer spielt es selber und mag nicht gespoilert werden. Ach so. Scheibenwischer, schön, dass du auch noch da bist. Hallo, danke schön. Stranded Deep? Nee, nicht Stranded Stammtisch. Deep. Huch, wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist er weg. Nee, nicht Stranded Deep, sondern Deep Str Death Stranding, Talgero. Death. Death. Oh, Störteberger Pilsner. Geil, Alexander. Nee, was ist denn jetzt Deep Stranding nochmal? Hallo, John. Ich hab's auf meiner Wunschliste. Ihr sagt also, ich soll das auch mal streamen, ja?
Und was ich mir, wenn ich mich festsuchte? Was passiert dann mit uns? Ich gehe jetzt hier in die Ecke. Taco hat wie immer recht. Achtung, gleich sitzt einer strahlend vor dem Bildschirm. Weil du sagst, dass er recht hat? Death Stranding macht zwar Spaß, ist aber nervlich, das hin und her. Aha. Geil, Santo, geil. Klar freut er sich. Ein Mann freut sich immer bei solchen Komplimenten, Anja. Noch mal hinterhergekommen. So. Ach, es ist ja eigentlich egal, was die Chefin streamt, dann ist es immer schön und unterhaltsam. So muss es sein, Thorsten. So muss es sein. So, okay. Also. Hier ist noch ein Auge. Da müssen wir auch noch hin. Ich glaube aber wiederum, dass es wirklich so ist, wie ich sage, dass das Schwierigste, was dieses Spiel beinhaltet, die Kreaturen sind, dass man die auch alle findet. Ja, Makula! Hört sich auch komisch an, ne? Das geht ja runter wie Öl. I love to entertain you. Ah, schönste der Stimmung. Kann ich da drüber laufen? Nee, kann ich nicht. Einmal so fit sein, oder Leute? So, jetzt bin ich wieder unten. That was the wrong way. Eindeutig. Ach, Nadine, ist dir mal aufgefallen, dass sie beim Bootfahren ab und an die Hand ins Wasser steckt, meist beim Anfahren? Viana lässt grüßen. Was ist ein Viana? Also das mit dem Hand ins Wasser, das habe ich gesehen. Das meine ich ja die ganze Zeit mit was für tolle Animationen. Aber was ist ein Viana? Bin ich falsch rum? Nee, das ist doch der einzige Weg.
kurzer Moment. Och, ich stecke schon in den Vorbereitungen für Samstag, Bier, Süßes und so weiter, damit ich ja nichts verpasse. Und ja, ich muss vorher noch arbeiten. Oh, Thorsten. Dafür bin ich schon zu alt, Heiko. Oh, das habe ich mir nicht angeguckt. Und alle so, was? Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Oder geht's da noch mal runter? Oh, da geht's auch noch mal runter. Klung. Jetzt kommt der Karl-Heinz wieder. Schäm dir. Ja, da würden wir ganz viel Sport machen, ne? Alexander. Da würde ich auch von Dach zu Dach springen. Was meinst du, was dann abgehen wird hier? Ich bin mal halt echt noch unsicher, ob der Typ wirklich gut ist oder ob wir hier eigentlich gerade dem Bösen helfen, ne? Du hast Kinder? Ja. Aber die interessieren sich dafür nicht. Man muss ja nicht jede Disney-Geschichte können, oder? Also kennen. So, jetzt sind wir es. So. Dann haben wir das auch getan. Dann müssen wir noch zum Auge. Wo auch immer das Auge ist. Wo ist das Auge? Eigentlich nach rechts. Auf Englisch noch besser, ja, meistens, ne? Aller Spider-Man. Die Spider-Woman. So sieht's aus, Alexander. Ja. Das habe ich mitbekommen, dass The Rock das gemacht hat, ja. Ah, jetzt sehe ich's. Oh, guck mal, das Auto! Müssen wir uns am Ende dann hier drunter verstecken? Vor dem Bösen, der übrigens gerade wieder in der Nähe ist.
denke, wenn der böse wäre, hätte er dich längst angegriffen. Ja, vielleicht wartet er nur auf den richtigen Moment. Vielleicht hat er mich, vielleicht ist er blind und taub und sieht und hört nichts mehr. Mit seinem Riesenmund. Also wenn jemand böse ausschaut, ist er doch meistens böse, oder? So würde ich jetzt einfach mal denken. Oh, ich liebe so Apokalypsen-Style. Oh, was liebe ich es. Ich will ja demnächst Fallout 4 spielen. Ich glaube, ich spiele das live mit euch. Ich habe nämlich überlegt, das aufzunehmen. Aber ich glaube, ich zock das mit euch zusammen. Oder? Wäre doch Quatsch, es alleine zu spielen. Und Dead Island möchte ich auch spielen. Das habe ich auch schon gekauft. Das möchte ich auch gerne spielen. Aber das mache ich auch mit euch. Er hat Blähungen und es windet deshalb die ganze Zeit. Ach so. Natürlich auch sein, ne? Sea of Thieves? Ja, aber das ist ja so ein Multiplayer-Ding, ne? Es geht jetzt rein um Apokalypse. Also Fallout 4 habe ich mir schon gekauft und Dead Island habe ich mir auch schon gekauft. Fallout 4 im Stream wird lustig für uns. Du meinst für dich. Er hat zu viel Bohnen gegessen. Mal einmal kurz einen U-Turn machen. Ich will kurz in der Ecke gucken, ob da noch was ist. Da war ich schon. Nee, das ist die falsche Richtung. Die Richtung. Nein, das stimmt nicht. Ich habe genug Kunden, die sehen total böse aus, aber das täuscht öfter, als man denkt. Okay. Also ich kenne keine Menschen, die böse ausschauen. Regnet es jetzt wegen der Story? Könnt ihr nochmal hochspringen? Ich weiß nicht, ob ich euch schon hab. Danke. Ich habe noch 5 Kreaturen zu holen. Vivianja! Wetter ändert sich ständig. Du hast mich ja auch noch nie vor meinem ersten Kaffee gesehen. Doch, hab ich. Live-Wetter. Und diese Viecher, die da gerade waren, die hatte ich auch schon gehabt wahrscheinlich, ne? Ach so, da. Hallo Vanni, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Hallo, wie geht es dir? Das Spiel sieht echt gut aus, ist es auch. Ist es auch, mega.
Wetter. Macht mega Spaß. Hallo Sue. Ich muss es jetzt fertig spielen. So, da oben ist nichts. Jetzt geht es noch da hoch. Ein böser Wolf? Hab ich was verpasst? Eher Lämpchen, oder? So. Und boom, schakalaka, boom. Er riss einen Samen aus seinem Ruheplatz und führte die uralten Schätze vor. Seine gerissenen Worte verleiteten uns, einen Wert zu erkennen, wo es keinen gab. So, lala, heute Mittag meinen positiven PCR-Test zurückgegeben. Oh nein, gute Besserung, Vanni. Und Samstag ist eigentlich Hochzeit von der guten Freundin und kommenden Montag eigentlich Urlaub an der holländischen Nordsee geplant. Es passiert immer dann was, wenn man was geplant hat, Vanni. So ist es mit jeder Krankheit. Merkst du, gell? So ist es mit jeder Krankheit. Ist es so schlimm? Oh nein. Ich hoffe, du fühlst dich nicht allzu schlecht, aber natürlich, es ärgert einen dann, ne? Weil eine Hochzeit kommt nur einmal und der Urlaub ist geplant und dann kriegt man vielleicht das Geld auch nicht wieder oder was auch immer. Oh nein. Oh, das tut mir so leid für dich. Also Fallout ist nicht so meins, aber auf Dead Island freue ich mich. Wird sicher lustig. Scheiben mit der Mega. Der Su liegt im Bettchen. Oh. Dann geht's dir wieder schlechter. Oder entspannen im Bett. Kann man ja auch. Ne? Auch die Anja Lee hat auch schon ihr Nachthemdchen an. Jetzt wird's aber romantisch. Jetzt wird's aber romantisch. Nach rechts muss ich. Da wird man ja ganz wuschig-huschig. Was sind das für Tiere, die da hinten hochspringen? Habe ich die schon? Da springt doch was. Oder? Die habe ich schon, ne? Ja. Fly, little bird. Also, nee, sie hat keine Hose an. Richtig, ja. Genau, wir müssen ja bei Gelegenheit bei etwas testen wegen Dead Island. Yes, Dago, ja. Fühlt sich an wie eine Erkältung. Okay, das ist gut, Vanni. Dann ist gut. Hoffentlich bleibt so. Ich drücke dir die Daumen. Genau. Hashtag 22 Uhr Baldram. So, 4 Relikte noch. Naja, ich war ja vorhin einkaufen, da waren so viele Menschen, da kann man nur mitsamt den Klamotten loswerden. Ja, ja. So. Warte mal kurz. Wenn man schon die Möglichkeit hat.
Warum ist das auf einmal so hell? Na, ich war ja. Ja, habe ich mir auch gedacht, immer wenn man mal was. Nee, das sind Tropfen, die ich sehe, ne? Okay, euch habe ich schon. Schönes geplant oder etwas Wichtiges ansteht, aber zum Glück sitzt bei mir nur Nase und Kopf zu und wenig die Bronchien. Ja, das ist gut. Wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass es auch so bleibt, Bunny. Das Knotenfrack. Was, das war eine Nähmaschine? Oh, ich habe ich gar nicht gesehen, Alexander. 8 von 10 Orientierungspunkten. Das heißt also, ich bin jetzt beim Su und bei der Anja im Bett. Okay, nee, warte mal, Quatsch. Beim Su bin ich im Bett und bei der Anja bin ich auf der Couch oder so, ne? Oder wie war das? So, ihr ganz lieben Leute, ich verabschiede mich dann mal für heute. Ich muss die letzte Nachtschicht. Oh, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Stream. Matze, pass auf dich auf. Lass dich nicht ärgern. Und bis Samstag. Schön, dass du da warst. Bei mir bist du auf der Couch. Okay. Dann ist ja gut. So, map-technisch bin ich jetzt hier hinten. Das heißt, ich müsste mich umdrehen und mal da hoch. Das Gebäude sieht irgendwie aus wie das von Raft. Ja, ja, genau. Es sind irgendwie viele Raft-Parallelen. Genau, da wollte ich hin. So, jetzt muss ich mit dem Fernglas mal Looky Looky machen. Guck mal hier, da ist nämlich einiges noch zu entdecken. Bis Samstag, Matze. Aber bei mir bist du mit im Bett. Hey, Wanni. Geil. Solange dieses böse Monster jetzt nicht kommt und uns verschlingt, ist alles gut. Bei mir seid ihr alle mit im Bild. Nee, euch habe ich schon. Euch habe ich schon. Bei mir ist sie in der Badewanne. Danke, Ruh! Ey, verrückt, ey. Was ihr alles so abends macht? Mir fehlen nur noch 2 Blumen, ja? Mir fehlen nur noch 2 Blumen. So ein großes Bett zu? Wow. So, guck mal, schon wieder so eine Kuppel wie bei Raft, ne? Stimmt, es gibt ein paar Raft-Parallelen. Kommen nur die Netten rein. Jens, der schläft im Garten. Genau. Der Ozeankäfig. Aber, Freak, die 2 Blumen zu holen, ist ja nicht schwer. Ne? Also wenn wir jetzt mal kurz Revue passieren, die ganze Geschichte, und mal kurz gucken, was uns noch fehlt.
Das ist klar. Also, zwei Aussichtspunkte fehlen, einen habe ich gerade erkannt. Eine Blume, nee, zwei Blumen fehlen mir, weil mir fehlen hier noch zwei Gebäude. Mir fehlen aber noch vier Relikte, sechs Upgrades für das Boot und was ich am allerallerschwierigsten finde, das kriegen wir auch noch hin. Orientierungspunkte fehlen mir. Oh, fehlt nur noch einer. Den muss ich auch noch finden. Hier, Kreaturen. Mir fehlen noch ganz schön viele Kreaturen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weil ich denke mal, in jedem Gebäude ist wieder eine Kreatur. Das heißt aber, ich muss noch drei im Wasser finden. Und das wird lustig. Vielleicht sollte ich mich einfach jetzt im Meer niederlassen. Und mal gucken, ob mir etwas entgegenkommt oder so. Keine Ahnung. Genau, ich müsste mich eigentlich in diese Richtung wagen und vielleicht noch ein bisschen außerhalb reinfahren, um zu gucken, ob mir nicht irgendwas entgangen ist. Also quasi hier. Das Wetter wird halt leider nicht besser, ne? Nee. Hier außerhalb ist nichts mehr. Ach, jetzt tut's ja wieder auf, Dingsbumsen. Ne? Das ist natürlich schön. Ne? So, euch habe ich schon. Ich will neue Tiere haben. Mit oder ohne Hundehütte. Die Meerskreaturen haben einen bestimmten Bereich, wo sie rumschwimmen und einige eine bestimmte Route, ja. Das habe ich auch schon mitbekommen, Takeru, ja. Die Frage wird halt wieder sein, ist es so wie im ersten Teil? Ist es so wie im ersten Teil, dass wir gucken müssen, dass wir alles fertig haben, bevor wir in dem letzten Turm sind oder nicht? Das ist jetzt die gute Frage. Da waren wir schon. Das ist jetzt die gute Frage. Was ist denn das? Okay.